Prezeps optime. Sei mir gegrüßt, du Vater des Vaterlandes, und trinke, mein allergnädigster Fürst. Sie tun, als ob wir schon wieder ein Königreich wären. Das war mir so wie. Heute Abend in Südwest 3. Medaillen für kinderreiche serbische Mütter. Gold gibt es für 5, Silber für 4 Kinder. Mitten im Krieg steckt die serbisch-orthodoxe Kirche hinter dem makabren Medaillenzirkus. Ausgerechnet Medaillen für Serbinnen im Kosovo mit überwiegend albanischer Bevölkerung. Kinder Europas als Schwerpunktthema im Blickpunkt Europa um 20.15 Uhr. Heiraten, du, ich nehme ihn. Das hätte schon ganz andere gesagt. Also, wenn ich heut noch mal auf die Welt komme, tät, ich tät auch nicht mehr heiraten. Das muss ausgeregelt sein, und das kommt ja an meinem Rockzipfel hängt. Auch noch keine 5 Minuten habe ich Ruhe vor dir. Reihenhaus Kleingartenliebhaber, Unkraut. Ein Volksstück mit Pfälzer Alltagswitz um 21.15 Uhr. Willst du behaupten, dass ich lüge? Nein, Victor, natürlich nicht. Ich sagte nur, dass ich vor wenigen Minuten da war und dich nicht gesehen habe. Ach jetzt, um Gottes Willen, keine Szene hier. Kein Wunder, dass uns alle anstarren. Was ist los mit dir? Was ist denn? Diese albernen, kreischenden Weiber. Lass uns verschwinden, das ist zu viel für meine Nerven. Einen Moment noch, Victor. Ich habe drüben am Karussell jemand getroffen und will mich noch verabschieden. Eins sage ich dir, ich bleibe keine Minute länger. Ein Mann lebt mit dem Zwang zu töten. Psychokrimi um 22.45 Uhr. Eine Reportage aus dem Kosovo, ein Volksstück aus der Pfalz und ein englischer Krimi. Unser Programm heute Abend. Aktueller Bericht, die Themen. Müllaufkommen, Hitliste der saarländischen Kommunen. Online-Dienste, Bertelsmann AG kommt ins Saarland. Vor dem Aus? Fragezeichen, das Saarbrücker Bundesamt für Zulassungen in der Telekommunikation. Und Verfahren eingeleitet nach den Fußballkrawallen in Niederwürzbach. In Lothringen sind heute erst die Sommerferien zu Ende gegangen. Für mehr als 500.000 Schülerinnen und Schüler hieß es wieder die Schulbank drücken. Auch bei unseren Nachbarn sind die Schülerzahlen rückläufig. 5.000 weniger als im letzten Schuljahr. Einigen Lehrerinnen und Lehrern wird es heute Morgen wohl etwas mulmig gewesen sein. Wegen der Sprengstoffanschläge in Paris waren die Schulleiter angewiesen worden, erhöhte Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. Guten Abend, meine Damen und Herren, willkommen zum aktuellen Bericht. Morgen wird sich der Landtag auf Antrag von CDU und Bündnis 90 den Grünen mit der Neuordnung der Entsorgungslandschaft befassen. Die Beschlussanträge der Oppositionsparteien sind die Daumenschrauben, mit denen sie die SPD zwingen wollen, Farbe zu bekennen. Bündnis Grüne und CDU vermissen bislang einen Gesetzentwurf von Umweltminister Willi Leonhardt. Dieser Gesetzentwurf ist in Arbeit, soll noch in diesem Monat in die Anhörung gehen, wie wir berichtet haben. Unterdessen hält Umweltminister Leonhardt die Diskussion mit einem neuen Denkmodell in Bewegung. Es geht um eine Müll-Hitliste der saarländischen Städte und Gemeinden. Volker Roth. Rund 500.000 Tonnen Müll fallen jährlich im Saarland an. Der größte Teil landet auf den Deponien. Doch es gibt starke regionale Unterschiede, wie eine Hausmülluntersuchung des KBV zeigt. Sulzbach ist negativer Spitzenreiter mit jährlich 430 Kilo Hausmüll pro Einwohner. Auch Bexbach mit 404 Kilo und Saarlouis mit 403 Kilo dürften dem Minister ein Dorn im Auge sein. Hier drohen nach den Leonhardt-Plänen höhere Gebühren.
Mit 225 Kilo jährlich produziert dagegen jeder Freisener im Durchschnitt nur rund halb so viel Abfall wie ein Sulzbacher. Und auch in Ottweiler mit 250 Kilo und Perl mit 257 Kilo könnten die Bewohner mit einer deutlichen Gebührensenkung rechnen. Möglich wäre das, wenn die Müllgebühren einen landesweit einheitlichen und einen kommunal gestaffelten Teil aufgespalten würde. Dem KABV trauen weder Regierung noch Opposition eine solche Reform zu. Seine Auflösung ist daher nur noch eine Frage der Zeit. Einigkeit herrscht auch, zumindest zwischen SPD und CDU, dass KABV und AVS zusammengelegt werden sollen. Ebenfalls Konsens ist, die Rolle der Gemeinden zu stärken. Über die Aufstellung der Biotonne etwa wird künftig nicht mehr zentral entschieden, sondern vor Ort. Damit erhalten die Kommunen aber nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten. Denn wenn die Müllgebühr aufgespalten wird, zeigt sich, welche Gemeinden für eine kostengünstige Abfuhr sorgen und wer zu teuer ist. Zentrale Aufgaben wie der Bau und der Betrieb der Müllverbrennungsanlagen werden auch künftig landesweit einheitlich geregelt werden. Aber ob der Rechtsnachfolger von Müllentsorgungs- und Abwasserverband öffentlich-rechtlich bleiben soll oder ein Privatunternehmen wird, ist noch umstritten. Das letzte Wort haben auf jeden Fall die Bürgermeister. Es ist heute modern zu meinen, nur die private Organisationsform würde das Heil bringen. Ich sehe das zum Teil anders. Wir können von dem privaten Sektor Teile übernehmen, aber das Allheilmittel ist es nicht. Hier werden Erwartungen überzogen, die sich nachher nicht einlösen lassen. Wir werden nachher im stillen Kämmerlein zu überlegen und zu diskutieren haben, ob wir es öffentlich-rechtlich belassen oder privatrechtlich durchführen. Das ist dann unsere Sache. Wie auch immer entschieden wird. Hauptsache für die Bürger ist, dass die Gebühren nicht weiter steigen und dass finanzielle Anreize geschaffen werden, damit sich Müllvermeidung lohnt. Für viele PC-Besitzer war heute ein wichtiger Tag. In Deutschland begann der Verkauf des neuen Betriebssystems Windows 95. In den USA ist das ein Renner. Bei uns lief das Geschäft eher schleppend an. Das wird Microsoft-Chef Bill Gates nicht erfreut haben, denn Deutschland ist der zweitgrößte Markt für PC-Programme. Deswegen auch erhofft sich der Medienriese Bertelsmann von einem neuen Markt große Entwicklungschancen, den Online-Diensten. Davon kann auch das Saarland profitieren, denn Eiweiler wird einer der Standorte sein, von dem aus Bertelsmann diese neuen Dienste anbieten wird. In der Landespressekonferenz stellten sich heute die Bertelsmann-Manager und die Wirtschaftsministerin den Fragen der Journalisten. Volker Hildisch. Anfang Oktober wird im Gewerbepark Eiweiler auf dem ehemaligen DASA-Gelände die Multimedia Service GmbH ihre Arbeit aufnehmen. Bertelsmann wird in seiner Tochtergesellschaft anfangs rund 30, mittelfristig etwa 200 Leute beschäftigen. Sie werden in einem sogenannten Callcenter zunächst die deutschsprachigen Mitglieder des America Online-Dienstes betreuen, wenn es Probleme mit dem Computer oder der Verbindung per Telefon und Modem gibt. Wesentlich für die Standortentscheidung ist die zentrale Lage in Europa, das sage ich ganz bewusst, also die zentrale Lage in Europa an der deutsch-französischen Grenze. Schon daran sehen Sie, wie an dem Namen MSI, also Multimedia Service International, dass wir hier ein internationales Kundenbetreuungszentrum anstreben. Wir möchten besonders hervorheben das Potenzial an qualifizierten Mitarbeitern. Und last not least, in besonderer Weise die unbürokratische und schnelle Hilfe der Landesregierung. Dafür vielen Dank. Über das Joint Venture mit America Online will Bertelsmann verstärkt in den Wachstumsmarkt Multimedia einsteigen. Selbst von der Opposition im Landtag kommt Lob für den Ansiedlungserfolg der Landesregierung, die sich davon viel verspricht. Wir wissen, und das steht jeden Tag in den Zeitungen, dass der Telekommunikationsmarkt ein Markt ist mit besonders hohen Wachstumsraten. Und wir wollen natürlich erreichen, dass unser Standort, der ein Technologiestandort ist, auch entscheidend von diesen Wachstumsimpulsen profitieren kann. Einen großen Schub hat der Multimedia-Bereich auf der Funkausstellung erhalten. Zahlreiche Online-Dienste wittern das große Geschäft. America Online, in Deutschland zurzeit erst im Feldtest, hat in den USA 3 Millionen Kunden. Dort zahlt man rund 15 Mark im Monat, 5 Stunden Surfen auf der Datenautobahn inbegriffen. Die Preise in Deutschland stehen noch nicht fest. Doch wird es neben den Telefonkosten nicht billig werden, per Computer einzukaufen oder Nachrichten auf den Bildschirm zu holen. Um die Verbindung herzustellen, braucht man neben dem PC eine Telefonverbindung und ein Modem. Auf der Funkausstellung wurden bereits Fernseher gezeigt,
die alle diese Funktionen in sich vereinen. Dass dieser Markt boomt, dafür ist die Firma Createx in Saarbrücken ein leuchtendes Beispiel. Seit der Gründung vor 3 Jahren hat sie sich zum deutschen Marktführer für Modems entwickelt. Mittlerweile 240 Beschäftigte bauen täglich rund 3500 dieser Verbindungsgeräte zwischen Computer und Telefon. Der 37-jährige Roland Weller und sein Kompagnon Fred Schuckert konnten die Umsätze des Unternehmens in den vergangenen Jahren stets verdoppeln. Mittlerweile strebt man der 100-Millionen-Mark-Grenze entgegen und sucht ständig neue Leute. Mit Createx und Bertelsmann hat das Saarland im Multimedia-Geschäft 2 heiße Eisen im Feuer. Im Studio begrüße ich Professor Wolfgang Walz, der ist Direktor des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz hier an der Uni in Saarbrücken. Guten Abend und willkommen. Aber als die Keimzelle für diesen Erfolg, für diese heißen Eisen, wurde ja gelegt an der Uni, bei den Informatikern, bei Ihnen also. Das stimmt. Ich glaube, wir haben die ersten Verbindungen zu Bertelsmann aufgebaut und die Standortentscheidung, wie eben schon gesagt, hing wesentlich davon ab, dass erstens wir in der Informatik hier sehr stark sind, das Informatiklang Saarland. Das zweite ist aber, dass wir auch sehr viele Informatiker ausbilden, die gerne im Saarland bleiben und insofern auch gesichert ist, dass ein solcher Online-Dienst, der ja sehr schnell bis Oktober dieses Jahres schon aufgebaut werden soll, auch auf das entsprechende Personal zurückgreifen kann. Wie populär werden denn diese Dienste werden? Online-Dienst kann man sich zunächst mal wegen des fremdsprachlichen Namens auch wenig darunter vorstellen. Es handelt sich ja um riesige Computernetze, die eigentlich gemeinhin unter dem Stichwort Internet, internationales Computernetz bekannt sind, wo es weltweit schon 30 Millionen Nutzer gibt. Jeden Monat erleben wir, dass 2 Millionen neue Nutzer weltweit hinzukommen. Die Prognose ist, dass wir im Jahr 2000 rund 300 Millionen Nutzer haben werden. Also wirklich ein riesiges weltweites Kommunikationsnetz, das dadurch so populär wurde, das Stichwort Multimedia fiel schon, dass ich nicht nur Nachrichten textuell übertragen kann, sondern Bilder, sogar kurze Videosequenzen, dass ich mich dort mit internationalen Partnern unterhalten kann. Und das Besondere ist eben, es lebt wirklich von einem kreativ-chaotischen Angebot. Sie können dort, wir sollten Beispiele von der kirchlichen Interessen bis hin zum Sport alles erfahren. Was ist denn für Sie das Besondere daran? Was nutzen Sie denn privat, jetzt nicht mal dienstlich, sondern also was kann der normale PC-Benutzer halt eben damit anfangen? Ja, meine Familie nutzt das. Ich habe 2 Kinder mit 11 Jahren, die sie gerne das benutzen, die ihre Hobbys, mein Sohn musste letztens einen Drachenbaukurs am Gymnasium, da hat er also über Netz Drachenbauanleitungen aus USA angefordert. Hat wie dort recherchiert man das? Wie kommt man da mal eben so dran? Es gibt sogenannte Suchmaschinen, das sind einfach Schlüsselwort Suchunterstützung. Und die sind meistens in den USA. Sie geben also ein Schlüsselwort ein und kriegen dann Verweise auf entsprechende Adressen. Man kann sich das vorstellen wie Telefonnummern, das wird dort URL genannt, kriegt die Adresse, gibt die wieder an und kann sich dann dort einwählen. Man kriegt also wirklich weltweit Angebote. Meine Tochter hat über Ballett was abgefordert. Jüngstes Beispiel, wo man eine Frau, die sonst dieser Technik etwas kritisch gegenübersteht, hat kürzlich sogar in Wien für ein Konzert von Erika Pluha erstens die Informationen bekommen, dass es stattfindet und zweitens auch die Karten bestellt. Also und Sie haben noch nachgefragt, wie das Wetter in Wien ist. Das mache ich auch des Öfteren tatsächlich. Wir haben einen Online-Dienst, auch der DLR, wo wir also stündlich für gewisse Städte das Wetter. Und wenn ich eine Reise mache, gucke ich vorher mal rein, wie das Wetter dort ist. Was kostet der Spaß denn? Das ist in letzter Zeit auch relativ preiswert geworden. Wir haben eine Einrichtung hier, die aus der Uni als Ausgründung geschaffen wurde, vom Uni-Rechenzentrum als GmbH jetzt geführt. Die heißt Starlink und bietet zu einem Schnuppertarif von 100 D-Mark im Monat diesen Dienst an, inklusive der Gebühren. Das ist ein Schnuppertarif, also ich glaube preislich auch sehr attraktiv. Es gibt auch die Möglichkeit, Werbung dort zu schalten, wobei da auch sehr günstig, so im Preis zwischen 25 und 50 Mark, sodass man wirklich von Kleinanzeigenmarkt dort schon sprechen kann. Aber also ganz herzlichen Dank bis hierhin, meine Damen und Herren. Wenn Sie Fragen haben zu diesem spannenden Thema, wie sieht es mit Online-Diensten aus, was passiert auf den Datenautobahnen, dann können Sie uns anrufen, natürlich auch für normale PC-Benutzer, was ist mit dem neuen Windows 95 eigentlich Gutes dran, was ist Schlechtes dran? 0681 602 32 32 oder die 602 32 33, das sind unsere Telefonnummern und Professor Walz, der wird Ihre Fragen beantworten. Die Saarbergwerke haben Überlegungen begrüßt, einen neuen Kraftwerksblock in Ensdorf zu errichten. Sie sehen darin allerdings keine Alternative zum geplanten Kraftwerk Bexbach 2.
Die Industriegewerkschaft Bergbau und Energie hat unterdessen von der Landesregierung verlangt, das Genehmigungsverfahren für die geplante Anlage in Bexbach voranzutreiben. Die Bexbacher Interessensgemeinschaft Umweltschutz hat dagegen gefordert, bei der Errichtung weiterer Großkraftwerke eine ökonomische und ökologische Bilanz vorzulegen. Das in Saarbrücken ansässige Bundesamt für Zulassungen in der Telekommunikation, kurz BZT, wird möglicherweise geschlossen. In seinem letzten Bericht empfiehlt der Bundesrechnungshof den Verkauf. Der Hintergrund: ab 1998 wird eine sogenannte Regulierungsbehörde an die Stelle des jetzigen Bundespostministeriums treten. Daran sollen auch Teile des BZT angegliedert werden. Die Deutsche Postgewerkschaft befürchtet aber, dass der weitaus größte Teil, nämlich der Bereich der Prüf- und Messtechnik, an private Firmen verkauft werden könnte. Damit wäre laut Gewerkschaft der Bestand von 180 Arbeitsplätzen in Frage gestellt. Das BZT wurde 1982 gegründet und ist seitdem in Saarbrücken. Außenstellen gibt es in Halle und Kohlberg. Das Amt prüft Kommunikationstechnik von der Seefunkanlage bis zum drahtgebundenen Telefon und erteilt die Zulassungen. Der Rechnungshofbericht wirft hier Fragen auf, die sich unter anderem auch mit der Organisation, mit der Trägerschaft beschäftigen. Es ist Sache der Bundesregierung, solche Berichte auszuwerten. Wenn sie eine Änderung will, muss das mit uns besprochen werden. Ich gehe davon aus, dass das BZT hier am Standort auch eine Zukunft hat. Wenn das Amt dennoch geschlossen wird, verlöre das Saarland die derzeit einzige Bundesbehörde.